Los. Ich stehe noch ganz unter dem Eindruck von dem Theaterstück über die Espresso-Bibel gestern Abend. Das war so hervorragend und so lebendig, dass ich es schade finde, dass wir von der Zielgruppe relativ wenig Leute dabei hatten. Das Stück eignet sich ja ausgezeichnet für Leute, die mit der Bibel nichts mehr am Hut haben. Davon gibt es heute mehr als genug. Und wir Christen sollten es als Herausforderung sehen, solche Menschen wieder die Bibel schmackhaft zu machen, dass sie den Mut haben, die Freude haben, darin zu blättern. Und das war Thema des Abends. Wenn wir es nochmals so zu tun hätten, dann würde ich der Gemeinde oder uns als Gemeinde empfehlen, dass wir uns intensiv darauf vorbereiten, in der Form, dass wir nicht nur Flyer verteilen, die in keiner Weise die ganze Breite und Tiefe dieses Stückes aufzeigen können, sondern dass wir moderne Techniken verwenden, wie die Videotechnik und einen Ausschnitt aus diesem Stück zeigen, damit dann möglichst viele sagen, ja, genau das ist was für meine Freunde, für meine Kollegen, für meine Verwandten, die etwas abseits stehen von der Kirche und vom Glauben.